Das alte Rom und seine Bewohner sind bestens erforscht. Aber hättet ihr diese 5 Fakten aus dem Alltag der Römer gewusst? Die Römer liebten gutes Essen, das weiß man. Aber sie verwendeten Unmengen an Salbei gar nicht fürs Kochen, sondern zum Zähneputzen. Mundhygiene war den Römern äußerst wichtig und Salbei wirkt antiseptisch, auch wenn es störrischer ist als Zahnpasta. Damit nicht genug. Gang Nummer 2 beim Zähneputzen war ein Gemisch aus Marmorstaub und Bimsstein. Das schleift und sorgt für weiße Zähne, eins der wichtigsten Statussymbole in Rom. Zum Dessert gab es den Saft von in Essig gekochten Fröschen. Als Gurgellösung gegen Mundgeruch. Alles für die Zahnhygiene. Privatsphäre, Fehlanzeige. Die römischen Wohnungen waren so klein, dass der Normalbürger keinen Platz für ein stilles Örtchen hatte. Salve. Stattdessen erledigten die Römer ihr Geschäft in Gesellschaft. Völlig selbstverständlich, mit bis zu 20 Personen, Männlein und Weiblein gemischt. Klopapier gab es damals noch nicht. Die Römer benutzten einen Schwamm. Er wurde im Essigbad gereinigt und, selbstverständlich, auch geteilt. Noch öffentlicher, Pissoirs für die Herren mitten auf der Straße. Sie lieferten Gerbern und Färbern einen begehrten Rohstoff und dem Kaiser Steuereinnahmen. Daher der Ausspruch, Geld stinkt nicht. Tags und Graffitis. Das Kolosseum war einst voll davon. Die Archäologin Polly Lohmann erforscht die antiken Botschaften. Die Römer haben sie überall hinterlassen. Liebesbekundungen, Lästereien oder der Klassiker Ich war hier waren auf unzähligen Hauswänden zu lesen. Am beliebtesten Darstellung der Top-Gladiatoren. Graffiti, eine Art Facebook der Antike. Kaffee zum Frühstück, nicht im alten Rom. Ein Wein bitte. Der Römer griff bereits am frühen Morgen zum Alkohol, weil der gesünder war als das oft bakterienhaltige Brunnenwasser. Der Wein wurde jedoch fast immer verdünnt. Jede Abendgesellschaft benannte einen Trinkmeister. Er bestimmte das Mischungsverhältnis. Und je großzügiger der Trinkmeister, desto lustiger der Abend. Das Kolosseum war der Treffpunkt für alle Bürger Roms. Denkt man. Tatsächlich kam der einfache Römer nur mit Glück oder Beziehungen überhaupt an ein Ticket. Das Highlight für viele waren gar nicht unbedingt die Gladiatoren, sondern der erste Programmpunkt des Tages, eine Lotterie. Hier konnte jeder gewinnen. Akrobaten warfen kleine, markierte Holzbälle in die Ränge. Wer darauf ein Zeichen entdeckte, hatte ein Gewinnerlos erwischt. Diese Preise reichten von Lebensmitteln und Kleidung über Gold- und Silbergefäße bis hin zu Pferden und sogar Sklaven.